Ja, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Die Folge wird wieder in 4K, aber diesmal mit 60 FPS sein und hoffentlich auch die ganzen nächsten Folgen. Das Aufnahmeproblem konnte ich jetzt mit der Plague Tale lösen. Noch dazu sei gesagt, der Abschnitt, der jetzt gleich als nächstes kommt, den habe ich schon mal gespielt. Die Aufnahme war aber dann doch nicht so geil, weil ich da Renderprobleme hatte. Also habe ich mich entschieden, das nochmal zu spielen. Aber es soll ja euch den Spaß nicht verderben. Ich weiß zwar halt schon, was passiert und was ich machen muss. Ich glaube. Aber ihr kennt es ja noch nicht. Sie säubern erst die unteren Viertel. Das Haus liegt im oberen Stadtteil. Wir haben noch Zeit. Ich hoffe, du hast recht. Lass das mal hier in das Haus reingehen. Gehen dann gerade weiter. So, hier geht's dann nach oben. Wir müssen jetzt nur auf ihn aufpassen, dass er uns jetzt nicht sieht. Da hätte uns von hinten gerade fast einer gesehen. Sehr gut. Geh weiter. Hoffentlich bin ich jetzt nicht so schnell. Denn da oben läuft auch noch einer. Oh oh. War das? Scheiße. Na dann. Ah, jetzt bin ich in der Zwickmühle. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Jetzt muss ich schnell sein. Dreh dich wieder um. Ansonsten sieht er mich. Diese Stadt versinkt im Chaos. Die Leute werden es nicht akzeptieren. Sie werden sich wehren. Hoffentlich handelt es sich nur noch um Stunden. Joseph weiß zum Glück, wie man kämpft. Nein. Verstecken wir uns. Oh, scheiße. Hoffentlich. Hoffentlich hat das jetzt geklappt. Bitte geht's nicht nach oben. Geh bitte nicht nach... Geh nicht her. Moment mal. Falscher Alarm. Hier ist nichts. Scheiße, jetzt habe ich echt ein Problem. Alles gut hier. Fuck. Wir sind Eindringlinge. Wir wurden entdeckt. Fuck, 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 fuck. Jetzt muss ich laufen. Scheiße, 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 scheiße. Ah, hoffentlich schaffe ich das hier rein. Komm, 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 komm. Ach, scheiße. Ah, nein! Sucht euch was anderes zu fressen! Ah, warte mal. Ich mach das jetzt mit Feuer. Okay, jetzt schnell flüchten. Flüchten, 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 flüchten. Nicht wie geplant, aber hat funktioniert. Ja. Beim ersten Durchlauf hat es geklappt. Okay, wir haben eine Werkbank, aber wir haben kein Werkzeug. Gut, dann an die Arbeit. Bin immer ziemlich sicher. Ja, wir haben kein Werkzeug. Da hätten wir vermutlich im anderen Bereich ein bisschen mehr rumsuchen müssen. Er ist da. Aber ist wie es. Und da ist unser Schiff. Ich dachte, oder Boot, ist gesagt. Kommt. Danke, dass du gewartet hast. Und für deine Hilfe. Naja, ihr wart auch beteiligt. Und? Wo ist der Rest eurer Gruppe? In der Stadt. Sie bereiten sich vor. Ich sollte... Hugo, was haben sie getan? Ich hole sie ab. Wir treffen uns am Steg hinter dem Haus. Sei vorsichtig. Was geht hier vor sich? Ja, ich glaube, jetzt geht gleich die Post ab. Na, besser gesagt, ich weiß es. Das wird jetzt super. Was denkt ihr, war das? Weiß nicht, aber es hat mich geweckt. Da, das Haus. Ein böses Omen, glaubt mir. Die Ausgangssperre gilt noch. Zurück in die Häuser. Was ist los? Sag es uns. Sag die Wahrheit. Nein, nein. Lauft, lauft weg. Das ist es. So geil.
Ja, dann laufen wir mal am besten. Nein. Und versuchen, dass wir uns nicht erwischen lassen. Aber so krass ist ja noch nicht mal im ersten Teil abgegangen. Okay, jetzt bloß nicht hängen bleiben. Okay, schnell weiter hier. Oder? Es ist sicher dieser verfluchte Wutter. Da! Das Haus! Ich schaffe das! Das ist aber schon noch ein gutes Stück hier. Was? Wow. Nein. Ist in der Regel recht das Abrisskommando. Okay, schnell. Also, das haben sie ja schon richtig geil inszeniert. Hammer. Ich komme zu dir. Ah, hat er recht. Ja, und Assassin's Creed lässt grüßen. Einmal auf den Dächern. Unter den Füßen wegfrisst hier und zusammenbricht. Ich bin hier! Er ist euer Sohn, du Verdammte! Ah, die Beschützerin, na endlich! Er beruhigt sich nicht, ich weiß nicht weiter. Lass mich! Hugo, Hugo, ich bin hier! Wir sollten hier raus, bevor alles zusammenbricht. Ja, Lukas wartet am Steg, also los. Also jetzt mal ganz böse gesagt, ne? Er könnte sich als Abrissunternehmer irgendwie registrieren lassen und arbeiten, wenn er die unter Kontrolle hätte und kann damit werben, innerhalb von 30 Sekunden habe ich eine ganze Stadt eingerissen. Wie das jetzt aussieht. Ich sollte ihn tragen. Ich mach das. Das kennt man gar nicht wieder. Die ganze Stadt ist verloren. Alles verloren. Wir müssen gehen. Sowas gab's noch nie. Ja, und das alles vermutlich nur, weil er ihn falsch behandelt. Was ist los? Mir ist schwindelig. Es ist nichts. Schlaf weiter. Aber wenn sie an erinnert, was wir da angekommen sind, das war hier alles so wunderschön. Die Stadt, wo man am liebsten Urlaub machen würde, und jetzt einfach nur Schutthaufen. Die Leute jetzt wohl gestorben sind. Spät. Weiter. Oh nein. Wer ist das? Schlaf ein wenig, Hugo. Tu es für mich. Bitte nein. Ich... Nicht hinsehen. Lass die Augen zu. Amicia, was ist passiert? Die Ratten. Sie haben angegriffen. Nein. Nein.
Nein, wir gehen, Hugo. Tut mir leid. Wie in meinem Albtraum. Alles nur wegen mir. Beruhige dich bitte. Nein, ich bin schuld. Nein, Träume sind Träume. Verstanden? Auf dem Boot gebe ich dir etwas. Es wird dich beruhigen. Nein, ich will, dass es aufhört. Tut mir leid. Es soll aufhören, Amicia. Das wird es. In Marseille helfen sie dir. Das ist nicht wahr. Das sagst du immer. Ja, ich halte es für eine schlechte Idee, dass wir jetzt wieder in der Stadt gehen und dort das Gleiche passiert. Bitte beruhige dich. Da sind sie. Du hast das Recht, traurig und wütend zu sein. Aber du weißt, ich lasse dich nicht im Stich. Wir finden einen Weg. Ganz sicher. Geht's euch gut? Ich dachte, ihr wärt... Wir sind unversehrt, Lukas. Ja, aber wow, sehr schnell. Knapp. Es sind nur wir, Magister Vaudin. Verstehe. Verlieren wir keine Zeit. Und weiter geht's in den nächsten Kapitelabschnitt. Unruhiges Fahrwasser. Das werden wir eine ganz tolle Fahrt haben. Und dasselbe passierte auch in Guyenne? Die Ratten. Der Biss, der das Blut vergiftet. Es schien so weit weg von uns. Vogel, warte! Hey, du hast geträumt. Sind wir da? Nein, aber bald. Hey. Sieh da nicht hin. Wieso? Sie bleiben doch sowieso da. Es ändert überhaupt nichts. Hugo, du hattest einen Anfall. Ich will nicht nach Marseille. Viele Menschen sterben, du weißt das. Mutter will, dass du... Nein! Die Insel. Dort muss ich hin. Da kann ich geheilt werden, Amicia. Wir können sie finden. Bitte. Niemand hört zu. Mutter wusste, dass es mir nicht gut geht. Doch der Magister hat es abgetan. Er sagt, es sei ein Test. Mutter und er meinen, sie wissen alles, doch sie wissen gar nichts. Menschen sterben, meinetwegen. Hey, hey, hey. Ich weiß. Ich will wirklich nur dein Bestes. Versprochen. Lukas, besuchst du mit Hugo den Kapitän? Gern. Er wird euch zeigen, wie man das Boot steuert. Ich frage ihn, ob er uns Knoten beibringen kann. Und vielleicht lässt er uns sogar ans Steuer. Ja. Wir müssen ihn beschützen, Amicia. Du willst ihn nur wieder einsperren. Das ist nicht dasselbe. Du hast gesehen, was passiert. Der Orden hat Mittel und Experten. Sie wissen, was zu tun ist. Das ist nur passiert, weil du und dieser Vaudin so schlecht zu Hugo wart. Mutter, ihn wegzusperren und ihn weiter zu quälen, wird ihn am Ende noch umbringen. Er ist ein Kind. Er ist ein Opfer von all dem hier. Er ist mein Kind. Wir sind keine Feinde, Amicia. Ich weiß, du liebst Hugo und euch verbindet etwas, das ich nie verstehen kann.
Aber bitte öffne deine Augen. Das Geschehene wird sich wiederholen. Du hast recht. Du verstehst es einfach nicht. Ah, der Schutt. Hier ist jede Menge davon. Ich werde mal nachsehen. Ich weiß, was los ist. Na, dann kümmern wir uns darum. Na schön, Kinder. Dann leg mal los. Hey, du kannst wieder rein, wenn du willst. Nein, ist schon gut. Ich lass dich nicht hängen. Das weißt du doch. Fürs Erste bringen wir das Boot in Bewegung. Es ist noch nicht vorbei. Ja, na los. Dankeschön. So, und jetzt kann ich auch wieder quatschen. Ja, also ich halte es nach wie vor für eine echt schlechte Idee, dass wir in die Stadt reingehen. Ich meine, die Mutter meint es ja eigentlich nur gut. Aber ich bin immer mehr der Meinung, dass es ein falscher Ansatz ist und dass wir das mit der Insel machen sollten. Auch wenn es natürlich ein Problem ist mit der Insel, dass wir halt nicht wissen, wo die ist. Unterm Rumpf ist jede Menge Schutt. Sollen wir den wegräumen? Das würde zu lang dauern. Wir könnten es runterschieben? Gut, versuchen wir es. Fertig? Ja. Dann schieb! Scheiße. Ihr müsst nachkommen! Was? Ja, war ja klar, dass das passiert. Folgt uns! Wir warten flussabwärts auf euch! Komm, wir suchen uns einen anderen Weg. Ich hoffe, Joseph kann das. War doch gerade eine Leiche. Oh ja, die Leichen kommen mit von der Stadt und so. Okay, ja dann. Gehen wir mal nach da oben. Die Aufnahme läuft jetzt richtig gut. Kein einziger Frame gestippt. Das haben sie nicht verdient. Eine Tragödie. Ich hätte nie gedacht, dass... Dafür ist es jetzt zu spät. Aber diese Insel. Hugo sagt, dort wird alles gut. Also ist es so. Wie? Die Frage ist, wo? Wir müssen sie finden. Was ist mit eurer Mutter? Sag's ja. Mir egal. Aber du musst dich für eine Seite entscheiden. Sie ist meine Magistra. So, Materialien, immer gut. Immer gerade hier mal weiter. Versuchen wir es mal hier. Diese Stille. Oh, was zur Hölle? Keine Panik. Da röhrt nur ein Hirsch, glaube ich. Oh, Gott, die habe ich ganz vergessen. Die Paarungszeit muss wohl schon begonnen haben. Anscheinend hat sich für die nichts verändert. Die Natur ändert ihre Regeln nicht. Dieses Chaos ist ein Teil von ihr. Irgendwie. Nur, dass die balzen, während wir versuchen, nicht zu sterben. Stimmt. Wohl wahr. Gehen wir Was zurück. Was hat's mit dem Nach dir. Roten Bettchen hier auf sich? Okay. Ja, im ersten Durchgang war es an der Stelle eine Erinnerung, die sie gekriegt hat. Komisch, dass er das jetzt nicht anzeigt. Oder hier weil ich es halt schon vermutlich habe. Hier durch. Hier ist der Fluss. Da sind sie. Oh, schaut euch das an, wie malerisch das wieder aussieht. Das stinkt ja widerlich. Auch wenn es Wir müssen Hugo da hinten gleich ein Problem gibt. Hey, sie sind da oben! Amicia, komm zurück! Was ist das? Oh nein, 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 nein! Oh Was doch, das sind wieder da. Sind sie? Sie sind schon hier? In Sicherheit, glaube ich. Das war wirklich noch. Knapp. Aber wir brauchen mal wieder Feuer hier. Keine Sorge. Geht's gut, Hugo. Sieh doch. Komm schon, lauf. Ja, aber die Ratten. So, schnell, 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 weil das Ding geht wieder aus. Oh, alles klar. Das wäre schon mal geschafft. Oh, das haben wir natürlich auch mit. Es muss doch irgendwie gehen. Die Kräne. Ja, wenn die Kräne Steine bewegen können, dann... Und der da hat eine Kurbel. Wir sollten es versuchen. So, du gehst an die Kurbel. Lukas, du bist dran. Na gut.
funktioniert. Das Heu bewegt sich. Ja, so kommen wir vielleicht rüber. Schnell. Hast du das Loch gesehen? Was die mittlerweile können? Wir haben eine Stadt eingerissen. Und das wird wieder passieren, wenn wir die Großgefühle ignorieren. Zünd nochmal. Oh nein! Ah, shit. Ich hätte nochmal zünden müssen. Ah, okay. Ah, jetzt kann ich die Kisten wieder hier nehmen. Ach nee, Moment dabei. Hier muss ich ja dann. Würde ich schon mal vorbereiten. Einmal mit Teer. Geht es nach da hinten hin. Ja. Was dann da nicht weitergeht. So, und jetzt hier mit Feuer weiter. Also einerseits entzünden. Und du machst das. Eine Aufgabe für dich, Lukas. Geht klar. Okay. Es funktioniert. Das Heu bewegt sich. Ja, so kommen wir vielleicht rüber. Hast du das Loch gesehen? Was die Mutter was? Hey, was soll denn das? Ich war doch im Licht. Oh, Mann. Gut, alle guten Dinge sind drei. Machen wir das nochmal. Nervig. So. Ich brauche Teer. Einmal. So, irgendwie so. Und dann wieder Feuer. Beziehungsweise mach du zuerst das da. Deine Aufgabe, Lukas. Ja, sofort. Das bleibe ich mit direkt bei dem Ding. Hast du das Loch gesehen? Was die mittlerweile können? Sie haben eine Stadt eingerissen. Und das wird wieder passieren, wenn wir in Großgefühle ignorieren. Wieso greifen mich die hier an? Was soll denn der Shit? Ich bin doch ganz klar im Hellen drin. Ah. Das ist jetzt der offizielle erste Bug hier drin. Beim ersten Mal durch, wenn hat's geklappt. Habe ich denn zwei von diesen Töpfen? Ich habe sogar mehr. Dann werden wir das anders machen. Ich werde dann zwei von denen platzieren. Anders als einer da hinten beim Aufgang. Und einen. So konnte ich jetzt nicht nochmal. Ach so, weil ich nur. Ich hatte nur einen Topf. Dachte, das ist drei wert. Ja, okay. Lukas, du bist dran. Na gut. Dann halt nochmal. Es funktioniert. Das Heu bewegt sich. Ja, so kommen wir vielleicht rüber. Hast du das Loch gesehen? Was die mittlerweile können? Wir haben eine Stadt eingerissen. So, jetzt aber. Und das wird wieder passieren, wenn wir die Großgefühle ignorieren. Zünd nochmal den Heuballen. Okay, gut. Geschafft. So, kommt der jetzt auch noch rüber oder nicht? Erstmal Loot. Gut, ich könnte mir mal helfen. Überall. Die werden wir nicht los. Soll ich zuerst anzünden? Ja, ich zünde es mal zuerst an und bewege das Teil. Hier kommt's! All das nur, um nach Marseille zu kommen! Ist es aber vielleicht wert? Ist es nicht! Und Hugo glaubt auch nicht mehr daran! Ja! Ich kann ihn leider gut verstehen. Bin da! So ist's gut. Alles klar. Hier komm ich. Ah, er hat's jetzt nochmal angezündet. Dann mal weiter.
Alicia! Wir sind auf dem Weg, Hugo! Er hat immer noch Angst. Ich muss schnell zu ihm. Ja, selbstverständlich. Sie ist verblendet, Lukas. Das weiß er. Na gut, dann sollten wir schnell zum Boot zurück. Wir benutzen... Eine Aufgabe für dich, Lukas. Geht klar. So, wir müssen jetzt Alicia, zu dem Kran da in der Mitte. Du solltest mir sagen, was du davon hältst. Von was? Von der Insel. Ich kenne dich. Wie gesagt, entscheide dich für eine Seite. Fertig. Sag, wenn ich loslassen soll. Ja, Moment. Brauchen wir so ein Feuerzeugs. So, und jetzt loslassen. Jetzt, ich lauf los. Komm schon, schnell. Nein, 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 schnell, 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 schnell. Oh, scheiße. Nein, nein, Lukas, und was jetzt? Hier, fang. Schleuder's auf den Boden und lauf zur Treppe. Was ist das? Oh, Gott sei Dank. Das hält nicht lang. Weg da, haut ab, das mögen sie nicht. Ferid erzeugt beim Aufbau für kurze Zeit Licht und kann dir so die Flucht vor Ratten ermöglichen. Was war das? Ferid, ein Mineral, habe ich unterwegs aufgesammelt. Hat mir das Leben gerettet, danke. Ich dachte, da kommen nur Funken, aber das... Ich brauche mehr. Dann halte danach Ausschau. Alles klar, jetzt bring ich dich rüber. Ja, das sind schon coole Spielzeuge, was wir hier kriegen. So, die nächste Kran-Action. Den müssen wir einmal komplett rumdrehen, anzünden und mit dem mitlaufen, damit wir hier auf die nächste Seite kommen. Halt durch, Lukas! Lass dir Zeit, solange sie hier nicht hochklettern. Stimmt, könnten sie eigentlich. Okay. Nix aufhören. Ah, scheiße. Ich brauche ja den da. Nein, warum macht das nicht? Ah, geil. Ich muss es nochmal machen. Ich kann natürlich jetzt, während er sich bewegt, nicht reingreifen. Ist ja klar. So, bitte noch einmal drehen. Okay, nochmal. Okay, schnell mitlaufen. Und rauf da. Geschafft! Gut gemacht! Und wie komme ich jetzt zu dir rüber? So wird es klappen. Ja, du kriegst das hier. Okay, ja, während er dann darüber läuft, können wir hier weiter. So, ich bin dran. Oh je. Du schaffst das. Lauf einfach weiter. Ja, sind nur Ratten, stimmt's? Kenn ich doch schon. Ja. Nicht so lange stehen bleiben, du weißt, der hebt nicht lange. Na los, los, ja! Nicht denken, rennen! Nicht denken. Ah! Wunderbar. Ja, du bist ziemlich schnell. Danke. Oh. Es geht nichts über gute Motivation. Oh, da hast du wohl recht. Das Ding hängt. Ich kümmere mich drum. Hier ist noch ein Heuballen. Ich zünd ihn an und dann los. Alles klar. Bleib, wo du bist. So, bei ihm müssen wir jetzt das Tor da runter machen. So, jetzt geht's. Jetzt. Komm schon, na los. Oh, hilf no, mir. No. Oh, warte. Ja. So, jetzt. Danke für die Rettung. Entschuldigung. Geschafft. Übrigens, ich mag deinen Kampfschrei. Ja, die Werkbank können wir eher wieder nicht nutzen. Danke. Damit oder? Kann ich schneller rennen. Ja, wir haben noch wieder 5 Stück hier genommen. Fast geschafft. Durchatmen. Ich versuche es. Könnt versuchen, da in die eine Kiste hier reinzukommen. Aber ich glaube, ich werde dabei drauf gehen. Okay, schnell rüber. Schnell. Und zurück. Drauf. Und wir haben ein Werkzeug gekriegt. Nice.
Aber mit einem können wir eh nicht viel machen. Wir brauchen zwei. Da brauchen wir zwei. Da machen wir zwei Ausrüstungen. Ein weiterer Ring am Gürtel ermöglicht, ein bisschen einen zusätzlichen Topf zu tragen. Ach ja, machen wir das mal. Das sollte die Sache erleichtern. So, wir brauchen den hier. Und müssen dann da runter. Gut, wir sind fast da. Ich hoffe, in Marseille ist es besser. Wenn der Orden ihn in die Finger kriegt, ist es zu spät. Die sind nicht alle wie Vaudin, Amicia. Das Risiko können wir aber nicht eingehen. Ja, bin mal gespannt, wie wir dann von der Mutter loskommen, weil sie ist ja sehr davon überzeugt, dass der Orden ja hilft. Amicia! Ich hatte Angst. Hey, du kennst mich doch. Ich komme immer zurück. Habe ich ihm auch gesagt. Ich bin trotzdem froh, dass es euch gut geht. Ich störe ja nur ungern, aber wir müssen weiter. Und die verdammte Kette ist im Weg. Wir kümmern uns drum. Also eine Frage, wie macht sie die Schifffahrt da im Generell, wenn hier die Kette ist? Oder kann man die ablassen? Gut, die gehen wir mal zu dem Teil da. Der Kette verbunden. Mal sehen, was sie macht. Sie steuert eine Fähre. Wir brauchen keine Fähre. Die Kette muss weg. Auf unserer Seite ist nichts. Völlig verrostet, glaube ich. Vielleicht auf der anderen. Ich kann ja die Fähre nehmen. Unter dem verdammten Steg ist irgendwas. Scheint die Kette zu blockieren. Wie kommen wir da runter? Wir finden eine Lösung. Ich würde sagen, hier. So, und das muss er machen. Lukas, das übernimmst du. Natürlich. Da ist ein Loch. Ich gehe rein. Oh Gott. Oh ja, super eklig hier unten. Alles in Ordnung? Hat die ganzen Leichen reingedrückt. Alles gut. Da sind überall tote Leute. Wow. Keine Sorge. Tut mir leid. Oh, ich werde mich so übergeben hier drin. Nein, bitte nicht. Nur dass du aufpasst, dass ich jetzt hier gleich übergebe. Bitte, verzeih. Es muss leider sein. So, versucht's jetzt mal. Kann ich da vorne rausgehen? Ich bring die Fähre zu dir. Ja, bitte. Komm zurück. Bin unterwegs. Das war bestimmt schrecklich. Ja. Alles in Ordnung? Fertig? Endlich Luft. Lass dir Zeit. Sag mir Bescheid. Ja. Lass mich mal rüber. Tut mir leid, Amicia. Ich hab Angst. Ach nein. Es ist nicht deine Schuld. Marseille wird dir gut tun, Hugo. Ich will nicht zum Orden gehen. Ich weiß, Magister Vaudin war nicht nett. Aber diesmal wird es anders. Seine Insel, und warum ist Mutter, es dann anders? Nicht jetzt, Amicia. Na gut. So, die Kette muss weg, auf welche Weise auch immer. Ich glaube, die Brücke wird hier niemals fertig werden. Oh. Materialien. Siehst ich musste hier irgendwie raus. Ich suche schon. Hier muss doch etwas sein. Komm ich denn da raus? Will da hinten hin? Kann ich denn da irgendwie so hinbutten? Nö, geht nicht. Ah. Hier rauf geht ja auch nichts. Das kriege ich nicht auf. Ah, I see. Gegengewicht abschießen. Könnte klappen. Lukas! Oh. Amicia, nein. Das war jetzt gerade maximale. Sag schon. Mir geht's gut. Hätte mich nur fast zermalmt. Wie soll sie zurückkommen? Die Kette ist weg, aber die Portons auch. Ich docke an der Schleuse bei der Brücke an. Lukas, kommst du dahin? Irgendwie bestimmt. Alles klar, bin unterwegs. Sei vorsichtig. Pass auf dich auf. Ja, ja. Ist doch egal, was mit mir ist. Hier geht's nur um Hugo, Mutter.
Ich weiß, du vertraust mir nicht, aber hör ihm bitte zu. Beruhige dich, konzentrier dich. Toll, brauche ich ein Messer. Scheibenkleister. Ich will doch hinten hin. Okay, irgendwie komme ich da nicht hin. Sehr schräg. Komm mal hier weiter. Da ist noch eine kleine Kiste. Wo bist du jetzt genau angedockt? Achso, der ist ja noch da hinten. Gibt es da was Verstecktes? Himmel, das nächste Schlamassel. Wie komme ich darüber? Ganz ruhig. Oh, ich bin sagt mit dem hier. Und du weißt warum. Die Insel. Denk jetzt nicht dran. Bleib konzentriert. So, jetzt will ich mal hier nochmal schauen. Ah, siehst du? Hat mir das jetzt was gebracht, dass ich jetzt hier bin? Hat mir jetzt aktiv gar nichts gebracht. Na gut. Einmal da nach oben. Gut, das ist geschafft. Weiter. Lukas! Wo bist du? Mutter! Ist Lukas noch nicht bei dir? Hä? Was macht er denn? So. Hier passiert irgendwie gar nichts. Ah, so muss ich das machen. Halt, nein, geh mal hier zurück, bitte. Was bringt denn mir das? Die Plattform jetzt hier ist. Zu hoch. Ich muss den einen Wagen. Ah, okay. Ja, jetzt macht es Sinn, dass ich da reingehen Lukas! Konnte. Ach, jetzt müsste ich zurückkommen. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. So. Komm her, ich brauch dich. So sollte es gehen. Cool. Dann wieder retour da. Los geht's. Ach, gut, eine Insel finden. Ach, und wie? Vielleicht könnte ich Joseph fragen. Ganz diskret. Ich suche eine Insel. Wie schaut sie aus? Ja, keine Ahnung. Aber da oben war es auf alle Fälle Bescheid von dieser Insel, aber hat es vermutlich nie wirklich für voll genommen. Oh, unscharfe Texturen. Was ist denn hier los? Ladefehler? Hilfe! Was? Oh, Scheiße. Oh nein, Arnos Männer! Lasst ihn in Ruhe! Ziel einfach und schieß! Mit dem Griff kannst du nachladen! Alles klar! Loslassen! Wie gefällt euch das? Los. Lukas, alles in Ordnung? Ich zittere am ganzen Körper. Danke. Zu viele Ratten! Ich komme nicht zu euch hin! Amicia, mach ihm den Weg frei! Wie? Wie denn? Repariere deinen Bolzen mit Ignifer. Feuer auf irgendwas aus Holz. Dann brennen die Bolzen länger. Mach ich! Lukas, ich sag Bescheid, okay. Wenn der Weg frei ist! Verstanden! Danke! Das ist ja mal cool. So, du kannst kommen! Ja! Brillant! Bin unterwegs!
Und das kostet mich noch nicht mal Materialien. Nice. Wie geht es dir? Gut. Mir ist zwar das Blut gefroren, aber danke fürs Treffen. Das war die gleiche Gruppe wie in der Arena, Amicia. Was ist in der Arena geschehen? Und wer ist dieser Arno? Er ist ein großes Problem, fürchte ich. Wir müssen weg. Hier haben wir also das berühmte Mädchen mit der Schleuder. Du bist offenbar auch sehr geschickt, wenn es um das Töten meiner Männer geht. Dann los, jetzt! Okay. Ja, netter Versuch. Was, wenn du nicht ziehst, bist du hinter dem Schiss? Was ist los? Schnell, bloß aufwärts! Umzingeln sie! Was hast du mit denen gemacht? Ich hab dich nur verteidigt! Feuer! Holy shit. Nein, ich muss Josef Deckung geben. Ich komme schon zu meiner Entscheidung, Mutter. Bleib drin. Stopp schon. Rechts. Bin dabei. Ihr habt da nur gehört. Haltet das Ding auf. Ihr könnt uns nicht mehr aufhalten. Nicht nach all dem. Jetzt aber ein Problem. Wir müssen von hier verschwinden. Verdammt, sie blockieren uns. Zünd den Karren an. Zünd das Ding mit deinen Feuerbolzen an. Okay. Hier geht's nirgendwo hin. Da kommt mehr. Brenn. Jetzt brennt schon. Es dauert zu lang. Okay, Gott sei Dank. Es geht weiter. Holy shit. Wir haben hier einen kleinen Privatkrieg. Also Temperament hat sie auf jeden Fall. Die Strömung nimmt zu, weil wir aus der Schlucht raus sind. Bleib am Ruder und überlass sie mir. Nicht schlecht, Kleine. Die Armbrust ist wie für dich gemacht. Nein! Was ist geschehen? Joseph ist tot. Geh wieder rein und pass auf Hugo auf. Und wer steuert das Boot? Oh no. Verfickte. Oh, scheiße. Komm rein! Sie haben uns! Ich muss das Boot befreien! Hör auf! Sie werden dich töten! Sie sterben zuerst! Geht wieder rein, es sei denn, ihr wollt kämpfen! Lasst meine Waffen weg da! Ich bring euch alle um! Okay. Das war jetzt ziemlich intensiv, aber mega, mega geil. Aber ich bin leider über der Zeit. Wie es weitergeht, sehen wir dann das nächste Mal in der nächsten Episode. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Also, bis denn dann und macht es gut. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.